Philipp, wo sind wir hier eigentlich? Österreich. Hast du eine Ahnung, wo? Ettrachsee. Entweder ist gleich mit den Bellybooten reinplatschen, steigt da gar nichts mehr. Ein Scheißhaufen neben dem anderen. Richtige Tellerminen. Ja, richtige Tellerminen. Boah, schön in einen reingeschnitten. Ja? Ja, ja? Nice. 1:0 für Robert. 1:0. Eine auf meine Nass, auf meine weiße Nassfliege. Alter, wie schnell ging das denn? Das ging echt schnell, ey. Okay, ist jetzt zwar nicht der größte Saibling, aber es ist ein Saibling. Das Biest. Wunderschön. Bei mir kommt die ganze Zeit eine Forelle hinterher, aber die packt sich das Ding einfach nicht. Das ist unglaublich, ey. Warum packen die sich das denn nicht, das Teil? Ich kann es dir nicht sagen. Da, schub wieder ein. Doch. Ey. Ja, vielleicht ist das das Muster, was zurzeit hier steigt oder so. Aber ab. Also, da, schon wieder. Wie geil ist das denn, ey? Hast du wahrscheinlich genau ins Schwarze getroffen, Philipp, mit dem Muster. Weil ich gedacht habe, ah, die ist gestiegen, ey. Die krass, die ist nach meiner. Die ist echt nach meiner Fliege gerade gestiegen, ey. So, ich habe jetzt zur Abwechslung meine Nassfliege montiert. So sieht die im nassen Zustand aus. Oh, die ist auch schon etwas lediert, sehe ich gerade. Top-Qualität, Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall funktioniert sie noch. Und damit versuche ich jetzt mal hier einen schönen Saibling in diesem wundervollen Ettrachsee zu überlisten. So, die ziehen immer da vorne an der Kante entlang. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht auf diesem Video. Und wenn ich jetzt da mal in so einen Saibling-Trupp treffe, durch Zufall, dann sollten die auch beißen. Ja doch. Oh, und das scheint ein dickerer zu sein. Wahnsinn. Ja, das ist doch schon ein ordentlicheres Stück Fisch, würde ich sagen. Eine wunderschön gezeichnete Regenbogenforelle. Und bye bye. Da ist wieder einer gesprungen hinter meiner Fliege ja gerade. Ein ganz kleiner. Da habe ich einen. Hast du gesehen? Ja, ja. Schleppangel mit der Trockenfliege halt, ne? Macht auch Bock. Hast du dran?
Eine Nassfliege. Mit einer Trockenfliege funktioniert es natürlich nicht. So, Kollege, dann komm mal her. Einmal hinterhergesprungen, beim zweiten Mal hat er das dann gekriegt. Beim ersten Mal war es noch, ist er daneben gesprungen. Heute Abend mit Trockenfliege, was meinst du, was das noch macht? Klar, Trockenfliege ist das Beste, was du machen kannst. Was Besseres? Yo! Ja, Mann! Oh, guck mal hier, ich habe schon deinen Kescher hier abgezogen. Nicht, dass der untergeht. Das, ich hatte gerade auch einen Biss. Wie geil! Jawohl, schön Regenbogen. Ja, endlich vernünftigen Fisch, Mann! Endlich was Maßiges. Petri, Philipp. Bitte, danke. Optimal, ich habe auch einen Biss. Ich glaube, ich habe eine Forelle dran. Weil guck mal, wohin meine Trockenfliege geht. So, Mittagspause würde ich sagen. Robert und ich haben jetzt einige schöne Fische gefangen und haben uns jetzt dazu entschieden, eine kurze Brotzeit einzulegen. Heißt, leckeres Bierchen, bevor dann gleich um 16 Uhr wahrscheinlich die Beißzeit wieder losgehen wird. Ja, da seht ihr Robert noch, der versucht sein Glück gerade noch. Ich paddel jetzt mal langsam wieder zurück und dann sehen wir uns später. Und da haben wir einen. Könnte etwas Besseres sein. Wieder ein wundervoller Saibling. Ja, gar nicht so klein. Wunderschön. Aufsicht. Hammer. Wahnsinn. Nicht ganz, ganz klein. 26. 26er. Das ist tatsächlich ein großer für das Gewässer. Also viel größer als 32 haben wir noch nicht gefangen. Aber trotzdem super schöner Fisch. Und tschüss. Und da ist der nächste. Und wieder kein ganz kleiner. Aber gut kleiner als der gerade. Na, ja, viel kleiner. Okay, er ist doch ganz klein. Verkauft sich aber sehr gut. Okay, 20 cm hat er auch. Und tschüss. Oh, das ist ja Mini. Oh je, je.
Oh je, oh je, oh je. Aber auch die kleinen Nymphen. Oh Mann, die Mücken. Oh. Ich glaube, die überlebt den heutigen Tag nicht, die Nymphe. Da, bis Arbeit. Ja. Ja, ist auch kein ganz kleiner, kein großer, aber auch kein ganz kleiner. Zumindest mal. Da war gerade schon wieder einer, ey. Da wieder. Ah, oh, fuck. Nee. Da. Oh, nein, das war ein guter Biss. Fuck. Ja, ja, den hätte ich haben müssen. Das war ein richtig guter. Das war auch mal ein bisschen was Schwereres, das hast du direkt gemerkt, wie der so pock da richtig reingegangen ist einmal. Ich glaube, ich gehe noch mal ein Stückchen weiter unter Land. Auch wenn es hier flach ist. Oh, da wollte ich das gerade machen, da habe ich hier einen dran, hast du gesehen? Boah, voll mit einem Gegenwurf hatte ich den erwischt, ey. Ist aber abgegangen. Gerast. Alter, ey, den hatte ich gerade, wollte ich gerade mit dem Rückwärtswurf, habe ich den genau gehakt, ey. Geil. Boah, habe ich dem den Haken reingezimmert und trotzdem saß der nicht. Stößt der da einfach mit mir zusammen, ey. Ah, da hatte ich einen Biss. Boah, hier, da war schon wieder einer. Die Saiblinge rauben hier gerade. Da, schon wieder. Ich sehe immer, weiß, 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 schwarz. Ich krieg die nicht gehakt gerade. Da! Na, schon wieder! Hast du gesehen? Ja! Ja. Da ist schon wieder einer, der kann dann. So. Schauen wir mal, was es gibt. Ob wir da hinten Biss kriegen. Ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen die Fliege da hinten sehen. Sollt ihr auf jeden Fall sehen können, wenn einer beißt. Da war gerade schon einer dran. Die Fliege da. Ah, da, komm da. Zack, habe ich einen Biss gehabt. Schon habe ich ihn. Wunderbar. So soll es sein. Dahinter habe ich gerade schon einen stehen sehen. Er kam ein bisschen raus. Ist dann aber abgedreht, weil ich kurz die Fliege bewegt hatte. Und dann ist hier der Kollege hier hochgekommen. Da haben wir da wahrscheinlich auch einen kleinen Saibling. Da ist auch ein ganz kleiner Saibling. Aber ich hoffe, dass jetzt im Abendsprung auch der ein oder andere bessere Fisch rauskommt. Schön fingernass machen, nicht, dass wir den Fisch verletzen. Oh, jetzt ist hier die Fliegenflorschnur reingerutscht in die Rolle, in die Rute. So, schön abhaken. Zum Glück keinen Widerhaken dran. Dann können wir den Kollegen wieder schwimmen lassen. Zack, da ist er weg. Da ist die Woche Österreich schon wieder vorbei. Wir haben viele tolle Fische gefangen. Leider nicht die ersehnte große Bachforelle, die Robert und ich uns eigentlich vorgenommen haben. Es hat trotzdem super viel Spaß gemacht mit der Fliege und mit anderen Kunstködern in Forellen und Saiblingen nachzustellen. Wir hoffen, euch hat das Video trotz der kleinen Fische gefallen und freuen uns über Abos und Kommentare. In diesem Sinne, Petri Heil und wir sehen uns am Wasser.